Auch herzlich willkommen, Sie alle, die Sie da sind und insbesondere vielleicht auch die Dresdnerinnen und Dresdner, aber genauso auch die Gäste. Arbeitsplätze, wie wir noch nie seit der Wiedervereinigung auf dem Freistaat Sachsen hatten, das ist ein Ergebnis einer soliden Politik. Auf dem Deutschen Bundestag oder eben auch international vertreten, so wie das die Bundestagsabgeordneten und jetzigen Kandidaten Arnold Fahrt und natürlich, denn die beiden wissen, worauf es in Sachsen ankommt und wie und wofür man in Berlin zu kämpfen hat. Ganz anders als der russisiert wäre, haben wir keine Ahnung von Europa. Eine solche Veranstaltung muss auch Spaß machen.